Servus ihr Lieben, Patrick hier und in diesem Video geht es um die Kunst des Lebens im 21. Jahrhundert. Viel Spaß damit. Schönen guten Tag, ihr Lieben. Patrick hier wieder und in diesem Video möchte ich mit dir reden über Ars Vivendi, wie man auf Lateinisch sagt, über die Lebenskunst. Wie hat man zu leben im 21. Jahrhundert? Und es gibt da die verschiedensten Strömungen. Es gibt beispielsweise die Hedonisten, deren eines der größten Lebensziele es ist, möglichst viel zu genießen, das Leben zu genießen, möglichst viel Freude zu erlangen und Schmerz zu vermeiden. Dann gibt es beispielsweise diejenigen, deren höchstes Ziel es ist oder deren höchster Glaubenssatz es ist, möglichst viel aus ihrem Leben rauszuholen, beziehungsweise aus ihrem Leben ein Kunstwerk zu machen. Sie haben oft den Wunsch, etwas zu hinterlassen und sind im Gegensatz zu den Hedonisten oftmals bereit dazu, durch Täler oder durch lange Schmerzphasen zu gehen, die Zähne zusammenzubeißen, um ihr eigentliches Ziel zu erreichen. Es gibt in allen Religionen viele religiöse Menschen beispielsweise, deren höchstes Lebensziel ist es, näher zu Gott zu kommen. Wieder andere mögen verschiedene politische Motive haben in Bezug auf ihr höchstes Lebensziel. Und so gibt es ganz viele verschiedene Strömungen von Menschen, die verschiedene Sachen in ihrem Leben als höchstes Ziel ansehen. Eventuell konntest du dich schon mit einer dieser Strömungen ein bisschen identifizieren, vielleicht auch nicht. Falls nicht, ist das überhaupt kein Problem, denn in diesem Video soll es darum gehen, dass ich gerne mit dir meine ganz persönliche Vorstellung von den höchsten Zielen der Menschen, von den höchsten Lebenszielen der Menschen mit dir teilen möchte. Ich glaube, dass wir alle selbstverständlich von unserer Vergangenheit geprägt wurden. Wir hatten eine gewisse Erziehung genossen, wurden geprägt durch unsere eigenen Erfahrungen natürlich und durch die soziale Konditionierung im Allgemeinen, durch die Medien, durch die Nachrichten und vieles weitere. All das als Sammelsurium, sage ich mal, hat uns zu dem Menschen gemacht, der wir heute sind. Mit den Vorstellungen, mit den Glaubenssätzen und vieles weitere. Und ab einem gewissen Alter hat jeder Mensch für sich, manche sehr bewusst, andere unbewusst, so einen gewissen Entschluss gefasst, wo die Reise bei ihnen hingehen soll. Manche beispielsweise sehen es als höchstes Ziel an, eine Familie zu haben und in einer glücklichen Familie zu leben. Eventuell heiraten sie früh und versuchen mit aller Kraft die Beziehung aufrechtzuerhalten oder die Ehe. Oder genießen sie, wenn sie gut läuft. Und wie eben schon angesprochen, hat da jeder seine ganz individuellen Vorstellungen davon. Ich persönlich hatte vor kurzer Zeit einen Text geschrieben bei Facebook. Vielen Dank für die unglaubliche Resonanz darauf. Ich habe mich sehr gefreut. Für alle, die ihn nicht gelesen haben, werde ich ihn unten in der Beschreibung noch einmal verlinken. Und ich glaube, dass alle Menschen, alle 7,5 Milliarden Menschen, die es gibt auf der Welt, die verschiedensten individuellen Wünsche und Ziele haben mögen, allerdings unterm Strich ein und dasselbe Ziel, beziehungsweise viel eher ein und denselben Wunsch oder ein und dasselbe Verlangen haben. Wir können nicht sagen, dass alle Menschen Geld wollen, weil es gibt Mönche, es gibt Bettelmönche, es gibt Menschen, die sich dem Geld komplett abgeschrieben haben und versuchen komplett ohne Geld auszukommen. Das wäre nicht zutreffend. Natürlich wollen viele Geld, aber das kann nicht, das kann kein allgemeingültiges Ziel sein. Genauso wie Sex. Es gibt Menschen, die damit einfach nicht so in Resonanz gehen.
oder Macht, Prestige. Es gibt Menschen, die darauf keinen Wert legen. Aber was versuchen diese 7,5 Milliarden Menschen denn ganz individuell als Mensch, der sie heute sind, geprägt von ihren vergangenen Erfahrungen? Sie versuchen bewusst oder sehr viel öfter leider noch unbewusst einen Zustand in ihrem Inneren zu erlangen von langanhaltendem, dauerhaften, unabhängigen Glück, Erfüllung, kann man sagen. Ich glaube, dass das etwas ist, was alle Menschen weltweit verbindet. Und die Frage stellt sich jetzt natürlich, Patrick, wie gelangen wir dahin? Wie kommen wir an diesen Punkt, dass wir das erkennen? Und ich glaube, dass der Weg dorthin für alle Menschen gleich ist. Jeder Mensch hat ganz individuelle Schattenseiten in sich oder Dämonen, symbolisch gesprochen, oder Versuchungen oder seine ganz persönlichen Stolperfallen, sage ich mal, auf dem Weg zur Erfüllung. Und aufgrund dessen, dass wir natürlich Individuen sind und unsere ganz individuellen Stolperfallen auf unserem individuellen Weg haben, ist es als Lehrer im Bereich der Spiritualität schwierig, ganz konkrete Steps zu sagen, was man zu tun hat, denn es sind ja alle Menschen nach wie vor individuell. Jetzt ist es die Herausforderung, Tipps mit an die Hand zu geben, die zu gleichen Teilen speziell genug sind, dass sie alle anwenden können, aber auch offen genug sind, um nicht manche damit auszuschließen. Und einer der Hauptziele, glaube ich, als Menschen ist es, ich werde gleich näher darauf eingehen, sich von einem reaktiven zu einem proaktiven Wesen, sage ich mal, zu entwickeln. Was meine ich damit? Solange wir reaktiv sind, reagieren wir als Menschen auf Reize in der äußeren Welt. Irgendetwas passiert, jemand stirbt, wir werden gekündigt, wir haben unser Geld verloren, unser Geschäft verloren, unseren Partner verloren und reagieren. Vielleicht mit Trauer, vielleicht mit Wut, vielleicht sind wir traurig und weinen und so weiter. Und wir rufen unsere Freunde an und erzählen denen das. Und diese bestätigen uns in unserem Leid, weil gleich und gleich gesellt sich gerne, man ist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man sich umgibt. Natürlich sind die Menschen, mit denen man Kontakt hat, oft ähnlich, haben ähnliche Paradigmen, sage ich mal, ähnliche Vorstellungen von der Welt. Und so bestätigt man sich manchmal gegenseitig in seinem eigenen Leid. Der eine erzählt irgendwas, was passiert ist und ist traurig und es ist furchtbar. Und der andere sagt, ja, das ist ja wirklich, das ist grauenvoll und so weiter. Und so bestätigt man sich in seinem Leid. Und wenn da jetzt irgendeiner herkommt, der sagt, wenn man diese Menschen fragen würde, warum sie traurig sind, dann würden sie sagen, naja, weil XYZ passiert ist, weil ich gekündigt wurde, mein Partner Schluss gemacht hat, weil irgendetwas passiert ist, deshalb bin ich traurig und deshalb das Telefonat und alles. Das ist doch vollkommen normal. Der Punkt ist, dass Normalität ist etwas, was es nicht gibt. Außer statistisch gesehen, sage ich mal. Und so sind diese verbalen Umschreibungen oder Rechtfertigungen wie, das ist doch komplett normal, so ist das eben halt, das ist doch menschlich etc., immer sehr schwierig, denn wen meint man damit? Ist das wirklich bei allen so? Die Herausforderung liegt in einer Sache, denn wenn 50 Millionen Menschen etwas Falsches glauben, dann bleibt es natürlich trotzdem etwas Falsches. Und eventuell ist es weder notwendig noch normal, dass man insofern unter äußeren Reizen als Mensch leidet. Solange wir in diesem Zustand sind, dass wir reaktiv sind, besteht unser Leben als Mensch individuell
Es ist willkürlich und besteht aus einem permanenten Auf und Ab. Es passieren natürlich mal gute Dinge, freuen wir uns, es passieren mal schlechte Dinge, dann sind wir traurig oder wütend oder irgendwas. Und ganz oft ist es so, dass Menschen, solange sie unbewusst agieren, solange sie reaktiv sind, immer wieder dieselben Probleme erfahren auf anderen Ebenen. Das heißt, sie geraten in Beziehungen immer wieder, natürlich mit anderen Partnern, aber immer wieder an dieselben Problematiken. Oder sie bekommen jedes Mal eine Arbeitsstelle und auf der Arbeitsstelle geraten sie immer wieder vor dieselben Herausforderungen, unabhängig vom Arbeitgeber und unabhängig von den Mitarbeitern. Je unbewusster man jetzt ist, umso weniger erkennt man dieses Muster und realisiert, dass der einzige Ausweg aus diesem immer wiederkehrenden Muster ist, den Blick in sich selbst zu richten. Denn je unbewusster wir sind, desto weniger bewusst sind wir uns natürlich darüber, dass wir selbst verantwortlich sind für die Situation in unserem Leben. Und desto mehr sehen wir die Schuld im Außen, bei unseren Partnern, bei unseren Arbeitgebern, bei unseren Freunden oder Bekannten und so weiter. Je mehr wir die Schuld bei diesen Menschen sehen, umso mehr Macht geben wir ab. Denn solange wer anders schuld ist, brauchen wir uns nicht zu verändern. Denn es würde nichts ändern. Denn wir haben ja überhaupt nicht die Macht darüber. Denn wer anders ist ja schuld. Das heißt, eines der ersten Steps auf dem Weg zur Erfüllung, was mein subjektiv höchstes Lebensziel ist, ist es, achtsam zu werden, bewusst zu werden und zu erkennen, wer bin ich und wo stehe ich überhaupt gerade und was sind vielleicht die Muster, führe ich das Leben, welches ich leben möchte, was sind die Herausforderungen oder Probleme, die mir im Leben immer wieder begegnen und was ist es, was in mir unglaubliche Gefühle auslöst in Form von Wut, Zorn, Neid, Aggressivität oder Trauer. Und in dem Moment, wo wir beginnen, bewusster zu werden, erkennen wir einen Raum in uns. Und das klingt natürlich ein bisschen eso, sage ich mal, um das mal mit dem Volksmund auszudrücken. Aber desto mehr wir uns bewusst werden und diese Muster erkennen, umso mehr Macht bekommen wir über uns selbst und über unser Handeln. Denn wenn jetzt etwas im Außen passiert, wir haben Streit mit unserem Partner beispielsweise. Und jedes Mal haben wir vorher gleich reagiert. Entweder wir haben vielleicht uns zurückgezogen und brauchten Zeit für uns, oder wir waren vielleicht das genaue andere Extrem und mussten immer direkt in die Konfrontation. Und eventuell hatten wir immer wieder dieselben Ergebnisse. Und in dem Moment, wo wir bewusster werden, haben wir die Möglichkeit, auf diesen Reiz im Außen bewusst anders zu reagieren. Solange wir unbewusst leben, sind wir mechanisch. Es kommt ein Reiz im Außen und wir reagieren, ohne zu reflektieren, so wie wir immer agiert haben. Wir tun das, was wir immer getan haben und ernten das, was wir immer geerntet haben. In dem Moment, wo wir bewusster werden und sich dieser Raum in uns eröffnet, passiert etwas im Außen, wir werden gekündigt, wir haben Streit mit unserem Partner und wir sind diese Stille in uns und merken auf einmal, ah, okay, hier passiert was, hier will ich gerade genauso reagieren wie sonst immer. Wir sind nicht die Reaktion, wir sind nicht das Gefühl der Wut oder des Zorns oder des Neids oder sonst was. Das sind wir nicht, das sind Teile in uns. Und wenn wir es schaffen, zu dem Beobachter zu werden, erkennen wir dies. Und in dem Moment, wo wir das erkennen, was hier wieder passiert, in dem Moment haben wir die Macht, es zu verändern. In dem Moment haben wir die Macht, von einem reaktiven Wesen, was permanent auf die äußeren Reize reagiert, uns zu entwickeln zu einem proaktiven Wesen. Denn in dem Moment, wo du der Beobachter bist und merkst, ah, Moment, hier will ich wieder reagieren, wie ich immer agiert habe, ohne das zu bewerten, dieses Gefühl, hast du die Macht zu sagen, okay. Hier will ich reagieren, wie ich immer reagiert habe, aber das möchte ich jetzt in dem Moment nicht, denn ich möchte mal ausprobieren, was passiert, wenn ich meinem Gegenüber die Hand reiche oder ihn in den Arm nehme oder einen anderen Weg gehe.
Und in dem Moment, wo du also proaktiv wirst und beginnst, andere Wege initiativ zu gehen, wirst du selbstverständlich auch andere Ergebnisse in dein Leben ziehen. Und höchstwahrscheinlich auch diejenigen, die du dir insgeheim immer gewünscht hast. Nur aufgrund der unbewussten reaktiven Muster nie in dein Leben ziehen konntest. Nicht, weil du böse warst, nicht, weil du schlecht warst oder irgendwas. Da ist überhaupt keine Bewertung. Das hat nichts zu tun mit gut oder schlecht oder richtig oder falsch, sondern lediglich mit bewusst oder unbewusst. Denn wenn man selbst nicht weiß, wo der Fehler liegt, wie soll man dann eine Sache verändern können? Das ist etwas, was nicht funktioniert. Darum ist mein Hauptziel mit einem dieser Videos beispielsweise auch, dadurch, dass ich genau diese Themen unter anderem auf Metaebene anspreche, in dir ein Bewusstsein zu erzeugen mit den Möglichkeiten, die man hat als Mensch im Allgemeinen, bewusster zu werden und somit zu erkennen, was passiert und seine alten Muster, die man immer und immer und immer in verschiedensten Bereichen im Leben fährt, wodurch man die Ergebnisse in sein Leben zieht, in sich drin lösen kann und so wachsen kann und dann selbstverständlich auf ganz natürliche Art und Weise auch andere Ergebnisse beginnt, in sein eigenes Leben zu ziehen. So, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Es waren schon wieder fast 20 Minuten, sehe ich gerade. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass bitte einen Daumen nach oben da. Es würde mich unglaublich freuen, wenn du denkst, dass das auch für andere Menschen interessant sein könnte. Wenn du dieses Video teilst, in Facebook-Gruppen beispielsweise oder auf deiner Chronik. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreib mir doch mal in die Kommentare, was du so darüber denkst. Was ist dein persönliches höchstes Lebensziel? Dir noch einen schönen Tag. Bis dahin, adios.